mal den Schlafverkauf. Danke.
Abend und um exakt 19 Uhr. Um 19 Uhr geht es wieder weiter mit Postfunk. Wir haben hier Herrn Scharenberg. Herr Scharenberg, was sagen Sie? Was sagen Sie zu dieser Festveranstaltung? Wie die Wüste, ich meine ein bisschen wenig zu trinken, aber sonst ganz nett, ne? Ja, und es ist uns zu Ohren gekommen, dass Sie an einer Lehre teilnehmen in Rodenberg als Steinmetz. Was halten Sie von der arbeitspolitischen Situation der arbeitslosen Jugendlichen? In der Bildzeitung, ne, die ich ja jetzt jeden Morgen lese, ne, da sind also jeden Tag ungefähr 100 Lehrstellen, ne, und wer arbeiten will, der kriegt auch nichts. Nein, das war anders. Wer arbeiten will, der, nein, ist egal, aber ist ganz nett. Ja, wir wissen, was er meint. Dankeschön, Dankeschön. Der kann aussehen, Mann in der Tonne. Eisenrüssel am Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserem heutigen Abendprogramm Sehen statt Hören. Zuerst sprechen wir über die Jugendsexualität und danach zeigen wir einen Film über den Winterschlaf des Bären. Your mama's good looking. She has no baby.
Thank you.
to you and show you my little black book. Do you see this? Yeah. Can I talk about my ace? Yeah. I want to talk about my ace. All right. No brag, just facts. I got Emma. I got Amy. I got Anita. I got Andrea. Andrea, you don't know that, baby. I'm not through with my A's, all right, buddy. I got more A's. I got Eddie, dear Eddie. I got Amanda Blue. I got Ada Rodriguez. Gonna move on to my B's, cause my B's are better than my A's. I got Bonnie, I got Belinda, I got Perfecta, I got Bora Bora, I got Barbara, I got another Barbara, and another Barbara. I got the real scoop on you, baby. I heard you were a softie. Talking.
They say that all is fair in love and war and child believing. When Mama stayed in San Tropez, she had a boy or two, and I'm telling it to you straight, so you don't have to hear it in another place. Break it to me. Break it to me, Jason, now. Stop with it, I'm not your child. Oh, Annie, I'm not your daddy. See, if I was in your blood, then you wouldn't be so ugly. They say that out of sight is out of mind, and child, believe it. Your mama was in search of love, but all she got was you. So I'm telling it to you straight, so you don't have to hear it in another. See, if I was in your blood, then you wouldn't be so ugly. They say that bliss is made of ignorance, and child, believe it, that mama left and not confessed. Perhaps I love you too, and I'm telling it to you straight, so you don't have to hear it in another place. Break it to me. Your daddy, Mama, baby, oh, Annie, I'm not your daddy. Bye.
Andreas Meyer!
locomotive. And on vocals, Mr. Kid Creole, Dietmar Post. Unser nächster Termin ungefähr um 9. Ungefähr um 9. Es geht weiter mit dem Schnaps- und Poesietheater. Thank you.
Okay, jetzt geht's nochmal weiter mit der Wachsband und Moment, Moment, es geht jetzt weiter. Der Wachsband muss gegen 10 Uhr gegen, hör doch mal zu, gegen 10 Uhr machen wir nochmal für euch eine Session. 10 Uhr. Ab 10.
We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
schön. Bei allen möglichen Leuten, die bedanken, die mit also zugetragen haben, vor allem erstmal euch. Und dann natürlich schon Technikern, die ihr dafür zuhört, jeder hat, ne? Kräftigen Applaus. Bei den Leuten, die hier die Videoaufnahmen gemacht haben. Dann auch die Herbert, der die Kreativmotivierung gestellt hat. Und sonstige, die ich noch ganz vergessen habe. Und vor allen Dingen möchte ich auch nochmal Dietmar vorstellen, der hat also so viel Geduld dabei aufgebracht, bei diesem Jahr, das war genug zu haben. Und nochmal recht herzlichen Dank.